Alle diplomatischen Bemühungen, Russland vom Krieg gegen die Ukraine abzuhalten, waren gescheitert. Heute nahm Österreichs Bundeskanzler Nehammer einen neuen Anlauf. Am Nachmittag kam er in Moskau mit Präsident Putin zusammen. Das Gespräch sei direkt, offen und hart gewesen, teilte das österreichische Kanzleramt mit. Nehammer selbst äußerte sich am Abend zu den Einzelheiten seines Besuchs in Moskau. Mir war wichtig, ihm klar auch auszudrücken, dass der Krieg ein Ende haben muss für die Menschen in der Ukraine, dass die Verbrechen, die stattfinden, aufgeklärt werden müssen, und zwar von internationalen Organisationen, von der UNO, genauso wie von der internationalen Strafjustiz, deren Mühlen zwar langsam mahlen, aber dafür beständig. Man hat gesehen, wie erfolgreich das auch sein kann in der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen während des ehemaligen jugoslawischen Bürgerkrieges. Es geht auch um die Frage möglicher zukünftiger Verhandlungen. Es gibt den Istanbuler Prozess, den ich voll und ganz unterstütze. Ich war mit Präsident Erdogan genauso wie mit den Spitzen der europäischen Politik abgesprochen für diese Reise jetzt hierher, um in einem Arbeitsgespräch unter vier Augen Wladimir Putin direkt zu konfrontieren mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben von diesem Krieg und von diesem Unrecht, das gerade geschieht. Gleichzeitig war wichtig zu erkennen, dass der russische Präsident nach wie vor ein Zutrauen in die Verhandlungen in Istanbul hat und dass ein Prozess ist, aus meiner Sicht, der weiter zu unterstützen ist. Ich spreche dazu jetzt mit unserer Korrespondentin Anna Tillack in Wien. Wir haben den österreichischen Bundeskanzler Nehammer eben gehört. Wie wirkte er nach dem Treffen mit Putin auf Sie? Ernüchtert oder ein bisschen hoffnungsvoll? Wie war das? Ich würde sagen, eine Mischung aus ernüchtert und sehr nüchtern. Er hatte auch gleich am Anfang noch mal betont, dass es hier wirklich nicht um einen Freundschaftsbesuch geht. Er hat damit auch Kritikern den Wind aus den Segeln genommen, die immer wieder heute im Laufe des Tages gesagt haben, dieser Zeitpunkt, als der Zeitpunkt, da eine Großoffensive auch im Osten der Ukraine läuft, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für so einen Besuch. Dazu kommt, dass Nehammer diesen Besuch sehr überstürzt offenbar geplant hat. Er hat das auch nicht mit seinem grünen Koalitionspartner abgesprochen. Und da hatte er sich jetzt nochmal ganz klar positioniert. Er hat gesagt, es war ein offenes Gespräch, ein hartes Gespräch. Er hat nochmal betont, dass er auch die Kriegsverbrechen in Butscha zum Thema gemacht hat, angesprochen hat, und wirkte insgesamt sehr nüchtern. Gleichzeitig auch erleichtert, dass es eben diese gemeinsamen Fotos nicht gab. Denn da war die Angst im Vorhinein einfach sehr groß, dass die von der russischen Propagandamaschinerie instrumentalisiert werden könnten. War es sozusagen dann ein Vortrag seiner Kritik an Putin, die er Putin dann vorgetragen hat? Oder wie genau lief denn das Gespräch des österreichischen Bundeskanzlers konkret? Wie das Gespräch konkret lief, das können wir leider nicht sagen. Es waren nämlich keine Journalisten zugelassen. Es war ein Gespräch in einem sehr kleinen, engen Kreis. Wir wissen nur, es hat circa 75 Minuten gedauert. Und wir wissen, dass Nehammer mit den Positionen reinging, nochmal wichtige Dinge anzusprechen. Nämlich zum Beispiel die Einrichtung von humanitären Korridoren, nochmal die Waffenruhe anzusprechen, die Kriegsverbrechen anzusprechen. Also wie Sie sagen, es war tatsächlich eher eine Liste von Dingen, die wohl wichtig sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein starkes Signal, das Nehammer mit diesem Besuch setzt. Und wir konnten hier heute mit einem Politikwissenschaftler sprechen, der auch gesagt hat, naja, Putin könnte das auch so auslegen, dass er sagt, so isoliert bin ich gar nicht. Ich empfange ja Staatsbesuch, und dass er sogar einen Keil damit in die sonst sehr geschlossene Europäische Union treiben könnte. Konnte der Nehammer Putin irgendetwas entlocken, das als Zeichen des Einlenkens oder vielleicht sogar ein Stückchen Entgegenkommens gedeutet werden könnte? Das ist tatsächlich noch offen. Kritiker gehen davon aus, dass er einfach dieses politische Gewicht nicht hat, um da ernsthaft etwas bewirken zu können. Man muss immer klar sagen, Nehammer ist noch nicht lange Bundeskanzler in Österreich. Er hat kaum außenpolitische Erfahrung. Und deshalb ist es hier tatsächlich in Österreich und auch international auf große Verwunderung gestoßen, dass er diesen Termin überhaupt wahrgenommen hat. Warum war es denn gerade Österreich und sein Bundeskanzler, der als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Krieges mit Putin sprach?
Naja, Österreich hat eine relativ günstige Situation grundsätzlich für so einen Vermittlungsversuch. Denn Österreich ist zwar Teil der EU, jedoch nicht Teil der NATO. Das heißt, Österreich hat einen neutralen Status. Und schon in der Geschichte Österreichs haben das immer wieder Bundeskanzler versucht, diese neutrale Position für Vermittlungsaufgaben zu nutzen. Zum Beispiel Bruno Kreisky, der im Nahostkonflikt vermittelt hat. Das könnte hier auch Nehammer versucht haben. Er hat immer wieder gesagt, man müsse jetzt Brücken bauen. Er hat sich auch davor mit dem ukrainischen Präsidenten getroffen. Also es war in dem Fall schon eine ausgewogene Angelegenheit. Trotzdem hat es hier einfach auf ein gewisses Kopfschütteln gestoßen und viele trauen ihm einfach nicht zu, dass er da wirklich beim russischen Präsidenten Gehör findet. Sie haben gesagt, Nehammer ist außenpolitisch eher unerfahren bisher. Hat er denn persönlich einen besonderen Draht zum Kreml, vielleicht über wirtschaftliche Wege? Wie sieht das aus? Also es gibt wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Österreich und Russland, das muss man ganz klar sagen. Auch 80% der Gaslieferungen kommen aus Russland. Es hätte hier also gravierende Folgen, wenn Putin diesen Gashahn zudrehen würde. Da würde die Industrie leiden, das Bruttoinlandsprodukt würde sofort runterrauschen. Persönliche Kontakte hat er in dem Fall nicht. Das ist nicht wie bei Sebastian Kurz, der hier mehrmals Putin zu Besuch hatte, der enge Kontakte zum Kreml gepflegt hat. Da muss man sagen, da ist das eigentlich eine Blackbox. Da hat Nehammer keinerlei Erfahrung und steht hier in Sachen persönlicher Diplomatie sehr am Anfang. Anna Telak aus Wien, vielen Dank für Ihre Einschätzung zum Treffen des österreichischen Bundeskanzlers Nehammer mit Wladimir Putin.